Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, im letzten Part haben wir einen stärkeren Ritter besiegt, der scheinbar auch ein Kleriker gewesen ist. Und von ihm ein starkes Gebetsbuch erhalten. Und jetzt, wo das erledigt ist, steht uns eigentlich in Richtung Norden nichts mehr im Weg. Außer das hier. Okay, wir haben hier schon mal einen weiteren Ort der Gnade, das ist gut. Aber ich finde hier merkwürdigerweise ein weiteres Gemälde. Was hat das mit diesen Gemälden auf sich? Ich habe ja im Schloss Sturmschleier auch schon eines gefunden. Und jetzt ist hier mitten in der Pampa auch wieder eines. Hütte des Künstlers. Gemälde Auferstehung. Hütte des Künstlers? Komisch. Mag zwar seine Hütte sein und sein Gemälde ist auch hier, aber er selbst nicht. Sehr komisch. Hallo, Sie da, Sir? Hallo? Sir? Oh. Wieder so jemand. Schmiedestein. Schade, ich hätte den Künstler, der hinter diesen Gemälden steckt, zu gerne kennengelernt. So viel Glück habe ich wohl nicht. Na gut, immerhin schon mal den nächsten Ort der Gnade entdeckt. So, hier eine hohe Brücke. Und wie weit geht es runter? Oh, shit. Zu weit. Gibt es da unten wenigstens so einen Windstrom? Naja, falls es einen gibt. Ich sehe leider keinen. Oh Mann, Leute. Das ist ein kleines bisschen zu tief. Da traue ich mich definitiv nicht runter zu springen. Was haben wir denn da? Irgendwelche Feuerwesen. Und da ein Fackelträger. Wahrscheinlich ein Feuermagier. Wow. Okay. Oh, Dornbusch der Sünde. Was ist das denn? Ist das ein Zauber? Augenblick. Hier, Tatsache. Eine abwegige Zauberei, die von verbannten Verbrechern entdeckt wurde. Nichts verachtet die Akademie so sehr wie die Zaubereien dieses Kriminellen. Verwundet den Zaubernden mit den Dornen der Sünde, um eine Spirale aus Blutdornen zu erschaffen. Diese Zauberei lässt sich bis zu dreimal wirken. Die Schuldigen leben in ewiger Dunkelheit, da die Dornen ihnen die Augen raubten. Und genau dort, in dieser Finsternis, fanden sie den Blutstern. Okay, da brauche ich 24 Glauben für. Moment, Glauben? Das ist... What? Okay, also ist das eher ein Wunder. Oder eine Anrufung in diesem Falle. Ha. Sehr interessant. Dieses kleine Lager nehme ich auch nochmal bei der Gelegenheit auseinander. Überraschende Magieattacke! Oh oh. Die können mit ihren Stäben aber auch ordentlich zulangen. So. Hier eventuell noch irgendetwas Lohnenswertes. Flamme, heile mich. Okay. Klingt nach einer Heilpyromantie. Es wird ja immer besser und besser hier. Da hinten ist wieder so ein Feuerring. Naja, weniger Feuerring. Einfach nur eine Stelle, die ein bisschen in Flammen steht. Mehr scheint es auch erstmal nicht zu geben hier. Sehr, sehr interessant. Moment.
Da vorne ist scheinbar ein Weg, über den ich sowieso runterkomme. Aber das hier sieht auch interessant aus. Boah. Da bin ich mal gespannt, ob ich da nicht eventuell noch irgendetwas Neues finde. Bestimmt sogar einen neuen Dungeon. Hallo. Ist das ein weiteres Lager? Yo. Oh. So. Okay. War wohl der Chefmagier hier, hä? Feuer sporne mich an. Okay. Keine Ahnung, was es mit diesen Feuermagiern auf sich hat. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, das finden wir noch heraus. Vielleicht sind sie auch einfach nur hier, um die Akademie anzugreifen. So, was zum Teufel ist das da vorne? Was ist das? Ja, das hättest du wohl gerne. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Yo. Ja, ist klar. Natürlich. Alter. Hör auf. Mistsack. Das macht ja gar nichts. Gibt's irgendeine Schwachstelle von dem? Ich kann nämlich keine anvisieren. Kann doch nicht sein, dass der so viel aushält. Alter, aua! Der lässt sich nicht staggern. Der hat unfassbar starke Angriffe. Aber ich könnte ihn noch klein kriegen. Wenn es auch etwas länger dauert. Aha. So, oha! Das hat jetzt Damage gemacht. Warum? Ist er doch von hinten verwundbar? Ja, ach so! Da ist ein kleines Männchen hinten dran. Nur wenn ich den exakt treffe. Okay. Das ergibt dann wieder Sinn. Alles klar. Ist jetzt ein kleines bisschen spät gekommen, die Erkenntnis. Aber was soll's. Wenigstens ist sie überhaupt gekommen. Und noch bevor ich zum ersten Mal gegen das Viech verloren habe.
Okay, hier geht's leider nicht weiter, also wird es hier wohl kaum eine versteckte Höhle, Katakomben oder sonst irgendetwas in der Richtung geben. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, geht's weiter hier nach oben? Oder soll ich bei der Gelegenheit hier nach unten laufen? Könnte ich ja auch. Na kommt. Oh, hi. Au. Und weg. Okay, gerade eben haben sich auch noch Wölfe gemeldet, aber... Ach, oder... Habe ich es vielleicht mit dem Blöken eines Schafs verwechselt? Ich weiß es nicht. Wie auch immer das möglich sein könnte, aber... Ich kriege ja alles hin, das wisst ihr ja. So. Dann hätten wir uns hier einmal ausgeruht. Jetzt gehe ich mal weiter hier nach unten. Au, au, au. Der kleine Feuermagier will spielen. Hoffentlich verbrennt er sich dabei nicht die Finger. So. Sehr gut. Das wär's. Okay, dann würde ich sagen, erkunde ich erst einmal die Ecke hier. Und schau nach, was sich hier eventuell holen lässt. Wow. Ich sehe einen ganz großen Gegner. Aber das ist ja okay. Wir sollten die nötige Ausrüstung haben, die nötig ist, um den Giganten zu Fall zu bringen. Ich muss nur noch einmal schauen, ob hier nicht versteckte Pfade sind. Sieht aber gut aus. Er bewacht dieses kleine Gebäude da. In Ordnung. Ich werde dich zu Fall bringen, wenn meine Meteoriten treffen würden. Jetzt. Jawohl. Da ist er down. Jetzt auf das andere Bein zielen, weil ich es kann. Yes! Nochmal zu Fall gebracht. Und jetzt bekomme die geballte Macht, all meiner Magie zu spüren. Ich bekam jetzt auch einmal seine Axt zu spüren. Zur Kenntnis genommen. Wow. Da bin ich jetzt sogar wow. Ich bin quasi reingeritten. Oh oh. Und zack. Das müsste es sein. Na toll. Wenn meine Motoriten nicht vorher schon schlapp gemacht hätten. Das wär's. Yes. Alles wieder voll. Naja, okay, fast. Fast, fast, fast. Aber es reicht schon. Naja, da drin kann ich mit dem Pferd wahrscheinlich eh nichts mehr machen. Ja, habe ich mir gedacht. Brunnen an der Einsel. Das ist ein Dungeon? Oh, okay, okay. Bevor ich den Dungeon erkunde, schaue ich mich noch einmal ganz kurz hier in der Umgebung um. Wir haben den Dungeon-Wächter also erledigt. Okay. Bin ich gespannt, was mich erst da drinnen erwarten wird.
Wow. Oh no. Nochmal Mama Bär? Das gibt's doch nicht. Hammermäßig. Ach Gott. Und ich fürchte, dieses Mal wird's nicht so einfach wie beim letzten Mal. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Konnte ich da hoch? Nee. Sah nur so aus. Oh. Aber hier kann ich lang. Okay. Wow. Ein kleines geheimes Areal mit einem Steinschwertschlüssel. Sehr gut. Nice. Nehme ich sehr gerne mit. Hier nochmal kurz entlang reiten, aber hier wird wohl kaum was sein. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Dann teste ich gleich mal, ob ich gegen das Großkaliber von einem Bären ankomme. Oh oh. Was zur Hölle? Was? Was zur Hölle? Was geht hier ab? Warum ist das Viech auf einmal aufgetaucht? Weil es auf einmal... Oh oh. So, das war's. Nur kurz abwarten, bis alles niedergeregnet ist. Goldenes Glühwürmchen. Aha. Na komm. Todesmutig, wie ich bin. Au. Zu früh ausgewichen. Na? Au, au. Au, au. Lauf. Ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Rückzug. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Oh. Die krassen Bären sollte ich lieber erstmal außer Acht lassen. Jetzt, wieso? Was? Wieso kann ich da nicht rein? Okay. Wahrscheinlich darf ich da nicht rein, solange ich noch gegen einen Gegner von außen kämpfe, oder? Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Boah. Wunderschöner magischer Aufzug. Oh boy. Und sehr tiefe Katakomben. Alter. Wow. Guckt euch das mal an. Eine neue Art von Dungeon. Nicht schlecht. Einsel? Was? Wie jetzt? Bin ich in einem neuen Gebiet gelandet? Nee, oder? Hä? Oh je. Da oben sind lauter Gegner und die sehen aus, als würden sie explodieren können. Weil sie einfach Form und Farbe von explodierenden Fässern haben. Leute, wollen wir das Ganze friedlich klären? Ich gehe einfach weiter. Ach Gott, das sind Was sind das?
Wespen, Ameisen? Oh Gott. Ameisen. Oh Gott. Oh, zum Glück sind die sehr magieanfällig. Sehr magieanfällig. Und zack. So. Nice. Ich sehe schon, hier werde ich ein bisschen Licht brauchen. Hallo, toter Magier mit einem Gnadenimitator. Mit 8 Gnadenimitatoren, um genau zu sein. Was? Oh, hi! Natürlich würde so etwas wieder passieren. Schön in einer Nebennische versteckt halten, du Drecksvieh, hä? So. Bewacht hat es nix. War einfach nur zum Hinterhalte da. Ja, so leicht kriegst du mich nicht. So. Oh Mann, ich bin hier in einem riesigen Ameisenbau gelandet. Oh ja, da habe ich Bock drauf. So. Genug Säure gespuckt. Schmiedestein. Mhm. Ich dachte jetzt schon, irgendwas kommt. Oh Gott! Ich hatte doch recht. Oh. Ich hatte schon so ein dummes Gefühl. Kein Geheimgang, dann umkehren, immer noch keine Tapferkeit, schlanke Person voraus benötigt, kurz gesagt Tränen. Ah, wegen dem kleinen Loch da. Aha, alles klar. Hm. Ich Idiot. Na, komm nur. Ach, komm. Ich war mir sicher, das würde ihn erwischen. Die droppen ja noch nicht einmal was. Zumindest bis jetzt nicht. Okay. Hi. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank habe ich jetzt nochmal eine Heilflasche spendiert bekommen. Sonst wäre es eng gewesen. Oh boy. Boah, wie viele Leichen hier liegen und bis auf die Knochen heruntergeätzte tote Lebewesen. Hi! Oh Mann, Leute, das ist hier so extrem vertrackt, glaube ich. Jesus Christ, Alter! Oh, die Knochen haben mich erschreckt. Ich dachte, jetzt ist irgendetwas hinter mir gelandet und macht mich gleich fertig. Ach du Scheiße, was ist das denn? Sieht aus wie eine magische Ruine. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Mit anderen Worten, wir machen erstmal Folgendes. Ich gehe jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück. Denn dort gab es ja auch nochmal, glaube ich, einen alternativen Weg und einen riesigen Raum, den ich noch erkunden konnte. Erst einmal das. So, da wären wir beim riesigen Raum. Und in die Richtung konnte ich ja auch noch laufen. Okay, goldene Rune. Da scheint ein Wasserfall zu sein. Den ich vielleicht von hier aus gar nicht erklimmen kann.
Magiefett. Und mehr gibt es hier nicht. Schade. Aber gut, dann weiß ich wenigstens Bescheid. Dann bin ich hier erstmal durchgekommen. Habe alles erforscht. Das heißt, jetzt geht's erst einmal hier weiter. So. Ziehen wir es durch. Mit so etwas habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ein komplettes Gebiet anstatt einem Mini-Dungeon. Das hier wirkt sogar eher so, als ob ich hier entlang gehen muss. Für die Platin. Werden wir dann noch herausfinden. Aber eins nach dem anderen. Vorsicht vor Hinterhalt. Kurz gesagt, nacheinander besiegen versuchen. Oh Gott. Oh Gott, ich bin im Nest gelandet. Oh nein. Oh Gott, nein. Ist das die Königin da? Oh. Hi. Oh, ich bekomme eine goldene Rune 10 und einen Runenbogen. Aua. Oh oh. Zieh dich. Da ist ja noch eine. Ah ja, natürlich. Zieh dich schön zurück. Oh, hi. Yes. Nice. Schön alle erwischt. Gut, 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 gut. Soweit. Alles klar. Oh. Haben wir wenigstens das Ei noch schön zum Platzen gebracht, bevor da noch irgendwas draus schlüpft. Alter Vater. Oder wahrscheinlich die Eier. War bestimmt nicht nur eins in dem Sack da drinne. Von dem Viech. Oh Mann. Hallo? Ulpalastruinen. What? Ich bin jetzt echt komplett verwirrt, Leute. Komplett. Soll ich jetzt wieder zurücklaufen? Würde sich auch nicht so sehr lohnen, oder? Eigentlich denke ich mal, ziehe ich es lieber hier durch. Machen wir es einfach. Komm. Himmelstau. Oh Gott. Hi. Oh Mann, sind das viele. Wisst ihr was? Ich nutze mal die Gelegenheit, dass die gerade so ein bisschen auf Autopilot auf mich zulaufen. So. Und jetzt geht's los. Ach so, das sind Cthulhu-Anhänger. Oh nein, nein, scheiße. Ist ja gut, chill doch mal dein Leben. Alter Leute. Ja, das wird auch wieder eine ganz lustige Angelegenheit. Die alle zu erledigen dürfte schwierig sein, aber eine Herausforderung, der ich mich durchaus gerne stellen möchte. Ich muss nur ein kleines bisschen mehr mit meiner Magie aufpassen und nicht zu viel hintereinander spammen, sonst mache ich mich selbst bewegungsunfähig. Das muss auch nicht sein. Okay, Ladezeit, komm schon. Komm schon. Danke. So. Also dann, soll ich versuchen durchzulaufen? Könnte ich ja theoretisch, oder? Na kommt. Versuch macht klug. Ich glaube, die ganzen Ameisen können mich sowieso nicht verfolgen, weil sie nicht klettern können. Das heißt, ab dem einen Punkt sollte ich sicher sein.
Ab hier meine ich. Die eine hat mich noch nicht mal bemerkt. Die ist ja geil. Tö. Guckt euch mal an, wie die da... Ja, ja, ja. Die greifen mich zwar an, aber hier hoch kommen die mit Sicherheit nicht. Mit ziemlicher Sicherheit. Die versprühen jetzt ihre Säure, aber mehr können sie nicht machen. Alles klar. So. Die hier sollte ich allerdings alle besiegen. Ach, das große Viech, die Königin wahrscheinlich, ist nicht mehr da. Hallo? Leute? Wieso greifen die nicht mehr an? Jetzt. So. Bams. Das wär's. Perfekt. Sogar meine Magieflaschen sind jetzt wieder aufgefüllt worden, also ich dürfte wieder einigermaßen gut ausgestattet sein, um die nächsten Gegner zu erledigen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich meine Runen kriege, bevor die mich einkesseln. Hallo. Oh Gott. Oh nein. Oh Mann. Okay, der erste ist schon mal down. Oh, 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 oh. Oh. So, sehr gut. Jetzt fängt das Massensterben an. Langsam aber sicher. Haha! Okay. Langsam aber sicher habe ich den Dreh raus. Die Viecher richtig zu taunten. So ein bisschen durch die Gegend zu ziehen. Einfach nur immer im richtigen Winkel zielen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay. Die sind langsam. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Oh, scheiße. Hi. Ein kleiner Magier ist plötzlich aufgetaucht. Und hat versucht, Magie gegen mich einzusetzen. Nee, danke. Okay, Backstabben geht bei den Viechern schon mal nicht. Puh. Ich denke mal, den schwierigsten Part habe ich schon hinter mir. Jetzt darf ich nur nicht gegen die einzelnen Gegner zu nachlässig werden. Ha.
Perfekt. Soweit, so gut. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die auch unendlich oft hier spawnen können. Okay. Ich wette, hiermit habe ich eine Abkürzung freigeschaltet. Oder? Kommt bestimmt von oben der Aufzug. Ja. Okay. Dann ist er wenigstens schon mal da, damit ich notfalls mit ihm fliehen kann. Aber vorher versuche ich noch den Rest der Gegner hier zu erledigen. So, Double Kill. Hat mir auch wieder was zum Auffüllen meiner Flaschen gegeben. Hammermäßig. Hallo, toter Magier, der nicht so viel Glück hatte wie ich. Mit einer goldenen Rune, die ich sehr gerne an mich nehme. Was zur Hölle? Ah, Stille. Okay. Ein schöner Ort zum Meditieren, was? Na gut. Damit hätten wir hier alles abgesucht. Da in der Ecke ist noch was. Eine weitere goldene Rune. So eine Menge davon hier. Ich merke schon. Was haben wir denn hier? Eine einsame Ecke, die nochmal ganz woanders hinführt. Ha. Und ich dachte, ich müsste in die Ruine rein, von wegen. Jetzt finde ich hier noch einen alternativen Pfad. Boah, Leute. Hier verliert man ja extrem schnell die Übersicht. Jetzt habe ich überhaupt gar keinen Schimmer mehr, wo ich sein könnte. Nehme ich das nochmal eben mit. So, kommt. Wir versuchen es mal ein kleines bisschen systematischer anzugehen. Erst einmal gehe ich da hinten in die Ruinen hinein. Ich hoffe mal, da wird eine Sackgasse sein. Vielleicht ein einzelner Raum, wo irgendwas versteckt ist. Und dann ist gut. Falls da überhaupt etwas ist. Ah, doch. Wollte schon sagen. Okay. Waren hier noch ein paar von den Viechern unterwegs? Ich weiß es nicht. Ein Gasstein. Ganz was Neues. Nee, noch mehr von diesen Cthulhu-Dienern scheinen hier nicht zu sein. Doch. So. Ah. Hat mir wieder einen Heiltrank zurückgebracht. So, ich habe das Gefühl, dass diese kleine Nische und dieser Tempeleingang in den gleichen Raum führen. Deswegen gehe ich jetzt erst einmal zurück und nutze diesen Aufzug hier und hoffe, dass dieser Aufzug mich genau dorthin bringt, wo ich denke, dass er mich hinbringt. Nämlich in den Raum, zu dem ich gekommen wäre, wenn ich bei den Ameisen die andere Abzweigung genommen hätte. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein weiterer. Ja, das sieht gut aus, denke ich. Das sieht tatsächlich gut aus. Jawohl. Okay. Hier sind wir ja, glaube ich, rausgekommen, als wir die andere Route genommen haben. Oder? Ich meine schon, hier wären wir rausgekommen. Ich habe mich hier nur noch nicht genauer umgeschaut. Das Gute ist, dass wir wenigstens schon mal einen weiteren Ort der Gnade gefunden haben. Den werde ich natürlich nur freischalten, aber nicht benutzen. Denn sonst wären ja alle Viecher da unten wieder da. Und das, ne. Das möchte ich nicht. Die sollen schön tot bleiben. So. Krass, Leute. Das ist doch mal ein ganz interessanter Dungeon. Eine Höhle, die sich dann als Ameisennest entpuppt und danach komme ich hier auf einmal in magischen Ruinen an. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich hätte jetzt zwar wieder genug Runen für ein Level-Up, aber wie gesagt... Oh, hallo. Aber wie gesagt, da ich nicht möchte, dass die Gegner unten wieder auftauchen, belasse ich es dabei.
Okay. Was? Wieso ist der Aufzug jetzt wieder runtergefahren? Hä? Bin ich irgendwie zu lange in der Mitte stehen geblieben und dann habe ich den Schalter ein weiteres Mal ausgelöst und ihn wieder nach unten fahren lassen? Hm. Naja, egal. Ich kann ihn ja jederzeit wieder rufen. Das ist ja überhaupt kein Problem. So. Ab nach unten. Und mit einem Blick auf die Zeit würde ich dann für heute ehrlich gesagt erstmal Schluss machen. Und dann werden wir im nächsten Part sehen, wie es hier weitergeht. Immerhin haben wir jetzt wenigstens schon mal so ein paar Kleinigkeiten geschlossen. Also so ein paar Kreise geschlossen. Jetzt habe ich ein etwas besseres Verständnis von dem Layout von dem Dungeon hier. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns als nächstes dorthin. Wobei es eigentlich ja theoretisch cleverer wäre, mich hier durchzuschleichen. Das hier ist ja sozusagen der Eingang, wo ich dann wahrscheinlich von allen Seiten angegriffen werde. Aber wenn ich hier durchlaufe, denke ich mal, dass ich die Gegnerreihen von hinten nach und nach dezimieren kann. Und das wird ja wohl deutlich praktischer sein, denke ich. Ruine voraus, ja, schon klar. Und was war hier? Was? Vorsicht vor Projektilwaffe. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich für heute erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.